Liebe Leute, von Doge schaltet die Corona-Impfung. Und damit ein bisschen einfacher ist, habe ich mir überlegt, ich kick mal wie uns in der Küchen, was wir da so habt. Und hier habt wir hier so eine lütsche menschliche Zelle. Also, das ist diese Zelle und das ist die Zellkern. Da ist ja die DNA drin. Das sind die Mitochondrien, wie sich auch die Kraftwerke von unserer Zelle. Und hier, um das Geilheit liegt, das ist ein endoplasmatisches Reticulum und da wird ja die Proteine produziert. So, und nun stellen wir uns vor, wir haben hier dieses Virus und da geht ja da an unsere Zelle ran und dann geht er da rein und dann wird er da informiert und dann geht all die Viren weiter nach unten. Und damit dieses Virus das kann, braucht das diese Lütschen Speakers, ja? Also diese Lütschen Sticker, Spike-Protein, sagt wieder Toe. Und damit kann er den andocken und den da rein gehen. So, und so ein Virus, da kann ja nix, da kann nix allein. Das Einzige, was so ein Virus hat, das ist hier die sogenannte Erbinformation. So sieht das gut, ja? Und diese Erbinformation, das ist die Bauplan, ne? Ganz wie so ein Hus. Und die, was denn da reinpackt, und dann, was das von diesem endoplasmatischen Reticulum ablässt, und dann diese Proteine produziert, und dann setzt die Zelle, das fördert Virus auch noch zusammen, und dann geht die Alve da rutsch. Und da hat sich die Forscher gedacht, das muckt wie auch. Genauso. Und die hat sich diese RNA von diesem Virus anklicken und hat rot von hier auf diesen RNA-Strang, da gibt da dieses Areol und das ist für diesen Speaker, also für dieses Spike-Protein. Und hat sie gedacht, tschu, das baut wie nur. Und dann packt wieder da hin und dann geht das da rein und dann geht das direkt im Mangel zu diesem endoplasmatischen Reticulum und dann produziert das bloß diesen letzten Speaker. Und den, was denn, wie stellt euch mal vor, da ist die, den, was denn da unten präsentiert und dann weht die anderen Zellen, oh, was ist das denn? Ein Speaker, den kennt wir noch gar nicht, das wird was fremdet werden und dann produziert die Antikörpers und die anderen Zellen, die kommt dann. Und dann habt ihr eine Immunität. Also ihr habt gar nicht das ganze Virus sehen, bloß diesen Speaker. Und diese RNA, wenn das Protein von diesem Speaker produziert ist, die wird einfach abgebaut. Und damit habt ihr dann eine wunderbare Immunität. Und darum sage ich immer, hol die Stiefel und go to the Impfung.